Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Eigentlich war dieses Video mal geplant, so die fünf coolsten Bücher für den Sommer. Aber dann hat es hier seit Wochen dauerhaft nur geregnet. Mal gab es einen schönen Tag. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist hier in Berlin. Schüttet es schon wieder und ja, deswegen habe ich ein bisschen umgeplant und mir gedacht, okay, wenn es regnet, was will man? Man möchte in eine andere Welt flüchten und sich am liebsten in irgendein Buch verkriechen, was einen alles drumherum vergessen lässt. Und deswegen bin ich hier durch mein Bücherzimmer gelaufen, mein Bücherzimmer gelaufen, um Bücher rauszusuchen, bei denen ich genau dieses Gefühl hatte. Dieses, mir ist alles drumherum egal, ich bin komplett in dieser Geschichte. Und diese Bücher möchte ich dir jetzt zeigen, falls du genau das brauchst. Ein Buch, was meiner Meinung nach viel mehr Aufmerksamkeit kriegen sollte, ist Fabelheim von Brandon Mull oder Mull. Es geht um Seth und Kendra, die zu ihren Großeltern in die Ferien fahren und dort relativ schnell herausfinden, dass ihr Großvater der Hüter von Fabelheim ist, einem, ich sage mal, Schutzgebiet für Fabelwesen. Und es ist so eine fantastische Welt, in die sie eintauchen, die aber eben auch genauso gefährlich wie fantastisch ist. Und die beiden sind die einzigen Wesen, die diese Welt retten können. Und falls du Bock hast auf eine Fantasy-Geschichte, die so schön ist, die endlich mal nicht irgendeine Liebes-Dreiecksbeziehung in sich drin hat. Wie bringe ich diesen Satz zu Ende? Egal, eine Fantasy-Geschichte, die keine Liebesgeschichte beinhaltet, die irgendwie den Rest der Magie stört, dann ist Fabelheim was für dich. Und davon gibt es noch mehrere Teile. Ich habe bis jetzt nur den ersten und zweiten gelesen. Ist auch schon Ewigkeiten her, aber ich habe diese Geschichte noch so in meinem Kopf drin, dass ich besten Gewissens sagen kann, dieses Buch wird dich alles drumherum vergessen lassen und in ihrer Magie gefangen nehmen. Falls du schon ein paar Videos von mir gesehen hast, dann weißt du, dass ich Isabel Abedi vergötter und so vergötter ich auch Isola. Und Isola ist jetzt nicht das allerneueste Buch von ihr, aber es ist eine Geschichte, die, finde ich, perfekt in den Sommer passt, gerade wenn es draußen regnet. Und zwar geht es um eine Gruppe von Jugendlichen, die bunt zusammengewürfelt auf eine Insel kommen und eigentlich für einen Film was drehen sollen. Wie es bei einem Film eben so üblich ist. Und ziemlich schnell entpuppt sich dieser Dreh aber zu einem, ich sag jetzt mal, ungeplanten Spiel, was überhaupt nicht mehr lustig ist. Und diese 12 Leute müssen eben zusehen, wie sie ums Überleben kämpfen. Und da fängt man erst an zu überlegen, was macht eigentlich diese Person und was hat diese Person für ein Geheimnis, warum ist der so und was macht der da eigentlich? Und es ist eine Geschichte, in der du eintauchen kannst, beziehungsweise in die du eintauchen kannst. Ha, ich will gerade so viel schon wieder auf einmal sagen, es klappt nicht. Es geht auf jeden Fall am Ende um Leben und Tod und ist so cool geschrieben. Es ist ein Jugendthriller, das heißt, du brauchst keine Panik haben, falls du Angst vor blutigen Thrillern hast. Es ist so spannend und so cool und oh, ich hab's so gerne gelesen und auch diese Geschichte wird dich bestimmt alles drumherum vergessen lassen. Der wahrscheinlich schrecklichste Roadtrip der ganzen Welt verbirgt sich hinter Those Girls, was dich nicht tötet, von Chevy Stevens. Ich habe das Buch schon mal vorgestellt, aber ich muss es hier einfach nochmal erwähnen, weil Chevy Stevens einfach sowas von genial ist. Und es geht um drei Geschwister, die nicht so die allerschönste Kindheit und Jugend haben, denn ihr Vater ist Alkoholiker und sie kümmern sich eigentlich um alles alleine und es ist alles ziemlich furchtbar und sie beschließen dann von ihrem Zuhause wegzulaufen, klauen ein Auto und wollen eben in ein besseres Leben fliehen. Und dann wird alles noch viel schlimmer, als sie sich es jemals hätten erträumen können. Deswegen der schrecklichste Roadtrip ever, ever, ever. Das Buch ist ungefähr bis hier, oh, passt natürlich nicht, aber Hälfte, Hälfte, sage ich mal, aus der Vergangenheit und aus der Gegenwart geschrieben. Und in der ersten Hälfte des Buches erfährst du eben, was bei denen zu Hause alles abging, als sie noch bei ihrem Vater waren und was auf diesem Roadtrip passiert. Und danach geht es darum, wie sie in der heutigen Zeit damit umgehen. Und Chevy Stevens, ich weiß nicht, wie sie es macht, aber sie schafft es, mich jedes Mal so von ihren Büchern zu begeistern. Und da dieses Buch anfangs auch im Sommer spielt, in so einem Hochsommer irgendwo in Amerika, wo Felder sind, wo laue Sommerabende sind, finde ich, passt es perfekt zum Sommer. Selbst wenn es hier dauernd regnet, gibt es ja auch immer mal wieder laue Sommernächte und da passt es perfekt rein. Und wenn du eher zart beseitet bist bei Thrillern, solltest du es vielleicht nicht lesen, weil wirklich unschöne Dinge passieren. Falls du aber genau so etwas magst, so wie ich beispielsweise, dann wirst du J.B. Stevens lieben.
kommen wir zu einem Roadtrip, der vielleicht etwas schöner ist, nämlich zu Chick. Dieses Buch ist ja eigentlich schon komplett durch die Medien gegangen. Vielleicht hast du auch den Film geguckt, vielleicht hast du das Buch auch schon längst gelesen. Aber Chick von Wolfgang Herrndorf ist ein Buch, was ich 2012, glaube ich, gelesen habe. Könnte ungefähr hinhauen. Es geht um Mike und Chick, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Mikes Mutter ist in der Entzugsklinik. Sein Vater ist mit seiner Assistentin verreist. Die haben aber Geld ohne Ende. Und Chick taucht einfach so bei ihm auf. Chick ist eigentlich, sage ich mal, der Klassenassi, wenn ich es jetzt mal mit so Worten, wie ich sie eben nutze, sagen darf. Und die beiden starten einen Roadtrip. Auf diesem Roadtrip treffen sie auf die verschiedensten Menschen, erleben so viele Dinge und es ist einfach der Sommer ihres Lebens. Und du siehst, es ist sehr dünn, das heißt, es kann man auch sehr, sehr schnell lesen. Man muss es auch nicht schnell lesen, kann es auch langsam lesen, ist ja wurscht. Es ist eine Geschichte, die du in dir aufsaugst und die wirklich, wirklich unterhaltsam ist. Und irgendwie möchte man dann selber nochmal, wie alt sind die? Ich weiß es nicht, so 18 oder so. Du möchtest nochmal 18 sein, vielleicht bist du ja auch noch gar nicht 18, aber irgendwie hat man dann selber Bock, so einen Roadtrip zu starten und deswegen hat es in dieses Video perfekt reingepasst. Und dann noch zu einer Reihe, die ich auch vor einiger Zeit gelesen habe, die ich richtig, richtig toll fand, nämlich der Secrets-Reihe von Daniela Pusch. Ich muss hier rauf gucken, weil ich es mir nicht merken kann. Lara de Simone und Elizabeth Dennis. Und es sind drei Bücher aus drei verschiedenen Perspektiven. Nämlich aus den verschiedenen Perspektiven von drei Mädels, die beste Freundinnen sind. Jeder hat aber irgendwie trotzdem so seine Geheimnisse für sich. Es hat mich an Pretty Little Liars erinnert, denn obwohl sie Freundinnen sind, gibt es genug Dinge, die sie voreinander verbergen. Und ja, alles fängt damit an, dass Marie ein Geheimnis hat, dass Emma lügt und dass Cassie einen gefährlichen Freund hat. Feind meine ich natürlich. Und Marie möchte nach den Sommerferien, beziehungsweise in den Sommerferien für ein Jahr nach Australien. Und deswegen planen die drei Mädels eine Abschiedsparty, die aber sowas von böse endet, womit niemand jemals gerechnet hätte. Denn einer der drei wird diese Nacht nicht überleben. Und darum geht es in dieser Geschichte, um genau das aufzuklären, um diese Geschichte aus drei verschiedenen Perspektiven, aus drei Handlungssträngen zu einer zusammenzuführen. Und es sind sehr dünne Bücher, finde ich. Es ist eine Geschichte, die aber so gut ist. Sie hat mir so gut gefallen, obwohl auch diese Geschichte wieder eher für Jugendliche geschrieben ist und ich vielleicht nicht mehr ganz als Jugendliche durchgehe. Außerdem werden bestimmte Lieder an diesen Büchern angesprochen, die ich dann bei Spotify gehört habe, die ich so toll finde und die so dazu passen, die verlinke ich dir unten, damit du dir diese Lieder dann zu den Büchern auch anhören kannst. Es sind auf jeden Fall Geschichten, die ich so empfehlen kann und ich würde am liebsten jeden zwingen, diese drei Bücher zu lesen. So, das waren meine Tipps für den Sommer. Ich hoffe, dir hat irgendwas davon zugesagt und du konntest dir ein bisschen Inspiration holen, dir etwas näher angucken. Falls du irgendwas davon schon gelesen hast, sag mir gerne Bescheid, falls du etwas besonders interessant fandest. Ich kann heute nicht mehr sprechen, deswegen mache ich jetzt einfach aus die Maus. Over and out, bis zum nächsten Video. Ciao.